So, vom Dämmersteg aus hier in Aschaffenburg hat man einen guten Blick in Richtung Schloss. Also man sieht zumindest den oberen Teil des Schlosses und den einen Flügel. Man hat aber zum anderen auch einen guten Blick auf das Gleisfeld vom Aschaffenburger Hauptbahnhof. Einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Die HLB fährt gerade ein. Der MRCE Taurus, Korrektur. Der MRCE Vectron vor diesem Noteggerzug hat gerade Personalwechsel gehabt. Da sind zwei Lokführer zur Lok hingegangen, aufgestiegen. Ob noch jemand drauf war, kann ich nicht sagen. Und der kriegt jetzt noch eine Überholung vom Regionalexpress, der eben eingefahren ist. Deswegen steht da vorne auch die Ausfahrt HP1 mit VR1. Und dann schauen wir mal, ob der Noteggerzug mit seinen Containern und Sattelauffliegern nach dem Regionalexpress fahren darf. Man kann hier recht gut auf die Ausfahrt in Richtung Hanau bzw. Stockstadt am Main, Darmstadt gucken. Die Gleise rechter Hand, die trennen sich dann in einigen hundert Metern Entfernung und dann so in einem halbrechten Bogen in Richtung Kleinostheim, Karlstein, Dettingen. Und die anderen Gleise linke Hand gehen dann in Stockstadt, also zwischen Main-Aschaffenburg und Stockstadt am Main, über den Main drüber und dann über Messel-Dieburg in Richtung Darmstadt. So wie diese HLB jetzt fährt, die hat Ausfahrt in Richtung Darmstadt bekommen und links von der HLB, da scheint nochmal eine Rangierstraße eingestellt worden zu sein, denn da leuchtet zweimal SH1. Ja, die Rangierstraße ist für diese HLB, die da vom Bahnsteig weg rangiert. Der Vectron hat Ausfahrt bekommen. Es leuchtet am Signal das Signalbild HP2, also grün über gelb. Oben drüber leuchtet ein ZS3, ein Geschwindigkeitsanzeiger mit der Ziffer 6, sagt also HP2 Langsamfahrt mit 60 km/h. Und dann fährt er aus mit seinen Fährkamm, Gruber, Notegger und weiß der Geier was alles für Sattelauflieger,
die wahrscheinlich von Italien her über den Brenner hierher gekommen sind. Man kann den Zugschluss am letzten Wagen nur noch erahnen. Also ich habe eindeutig gesehen, es stecken Zugschlusstafeln auf. Signal ZG2. Diese beiden roten Dreiecke, die mit der Spitze aufeinander zeigen, mit den beiden weißen Dreiecken, die auf der Spitze zueinander zeigen. Aber das Heck vom Zug ist so verschneit, voller Schnee, dass man davon nichts mehr erkennen kann. Und er schlängelt sich aus dem Gleisvorfeld raus. Dort vorne leuchtet noch ein VR2 an seinem Fahrweg, also das Vorsignal, links von dem einen Turmmast, etwa in Bildmitte. Langsamfahrt erwarten. Unten am Signal, also am Fuß vom Signalmast, ist noch diese Vorsignaltafel mit dran dabei, die das Vorsignal als richtiges Vorsignal, als einzelnstehendes erkenntlich macht. Und das wird verlöschen, sobald der Zug am Hauptsignal vorne vorbeigefahren ist, die Lokomotive und ein paar Meter, und das Hauptsignal in Stellung HP0 zurückfällt. Ich muss mich korrigieren, denn dort unten kommt eine 152 eingefahren mit einem sehr sportlich modellbaren kurzen Containerzug. Es würde mich aber interessieren, wieso dieser Zug so fährt, wie er fährt. Aber das ist ja wirklich extrem modellbahngerecht. Und es scheint, als ob dieses VR2 für den gilt. 152, 133 Strich irgendwas. Und das sind ganze drei Container-Tragwagen-Doppeleinheiten, die auf jeweils drei Drehgestellen laufen. Das war's mit der Herrlichkeit von der Containerbude. Heidi Witzka. Da haben wir 6400 kW als Baureihe 152 verkleidet für vier Container, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Naja, die sind ausreichend motorisiert, ne? Und dieses VR2, was ich da vorhin gesehen hatte, jetzt über dem letzten Container, das ist also tatsächlich für diese Fahrt gewesen und nicht für die schwarze Vectron. So, die nächste Gütereisenbahn kommt in Richtung Hanau, also von der Spessart-Rampe runter. Das ist die Rhein-Cargo 185, 585, wenn ich das richtig gelesen habe, mit diesem Vascosa VTG Tank Ganzzug. Fährt auch mit HP2 und 60 ZS3 aus, wird also wahrscheinlich auf die Strecke Richtung Darmstadt fahren.
dort vorne, etwa in Bildmitte, auf zwei Dritteln von der Höhe des Sichtbereichs. Da steht so ein roter Klumpen. Dieser rote Klumpen müsste die DB Cargo Rangierlok bzw. Übergabelok sein, die Baureihe 261. Die hat das ZG2 an, also das Zugschlusssignal, zwei rote Lampen. Ich tippe drauf, dass die auf die Ausfahrt in Richtung Aschaffenburg Hafen wartet. Die hat noch keine Zustimmung zur Fahrt. Vor ihr steht noch eine Phalanx von roten Hauptsignalen, also von Hauptsignalen in Stellung HP0. Wird wahrscheinlich noch eine Fahrstraße durch irgendein anderes Gleis durchstehen. Möglicherweise noch eine Einfahrt von Obernburg-Elsenfeld-Miltenberg her, also von der eingleisigen Strecke, auf die auch die 261 raus muss. Mal gucken, ob ich das noch für euch aufnehmen kann von der Position hier. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, bis mein Zug in Richtung Frankfurt fährt. Davon muss ich noch abziehen, den Weg, den ich zu meinem Fahrrad brauche, muss mein Fahrrad noch umparken, denn es steht jetzt da am Fuß von dieser Brücke. Also das heißt, Viertelstunde kann ich noch ungefähr hier bleiben, danach muss ich runter zum Bahnsteig, aber es gibt bestimmt noch was zu sehen. Der mögliche Verursacher des Fahrstraßenausschlusses ist auch schon gefunden, das könnte die HLB sein. Die kreuzt nämlich eindeutig den Fahrweg von der 261. Wenn denn meine Vermutung zutreffend ist, kann natürlich auch sein, dass ich mit meiner Vermutung gänzlich falsch liege. Da fällt mir auf, in dem zweiten Gleis von links unter mir, da liegen so weiße Batzen im Gleis. Das ist kein Dreck, das ist Schnee, der an einem Güterzug mal angehaftet war und der dann abgefallen ist, während der Zug hier stand. Hier in Aschaffenburg hat es die letzten Stunden, also eigentlich seit gestern Vormittag, leichtes Tauwetter, hat so 0,5 bis 3 Grad. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da ein Zug mal für eine längere Zeit stand, das angetaut ist und dann runtergerutscht ist. So, die HLB ist jetzt hier in Gleis 8 eingefahren. Die 261 hat noch keine Ausfahrt. Warten wir es ab. Jetzt haben wir ordentlich Action. Die HLB fährt aus. Das, was da kommt mit dem orangenen Batzen vorne dran, das müsste die North Rail Gravita sein, die den Containerzug aus dem Hafen hierher überführt hat. Dann war also die North Rail Gravita der Zug, der auf der Strecke war und verhindert hat, dass die 261 von DB Cargo ausfährt. Ich hoffe, die Gravita fährt bis unter meine Füße. Das würde mich extrem freuen. Dann können wir nämlich der mal von oben auf den Motorvorbau drauf gucken. Denn in einem meiner letzten Filme habe ich euch erzählt, die Gravita gibt es in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen. Einmal in der schwachen Ausführung als Baureihe 261 von DB Cargo und einmal in der starken Ausführung, so wie die North Rail Gravita hier. North Rail Gravita ist also die starke Ausführung mit 1500 PS, die Gravita 15 BB, die DB Cargo 261 ist die schwache Ausführung als Gravita 10 BB. Der Containerzug ist zum Halt gekommen und die 261 hat Ausfahrt bekommen, HP2, ein einfaches HP2, also nur grün über gelb bzw. orange, Langsamfahrt mit 40 km/h bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs.
Und einer von euch hat in die Kommentare reingeschrieben, ein anderes Unterscheidungsmerkmal der Gravitas 10 versus 15 BB ist, wenn man auf das Abgasrohr am langen Vorbau schaut, vor dem Führerstandsaufbau, vor dem Führerraumaufbau. Und zwar hat die Gravita 15 BB anscheinend eine höhere Abgastemperatur als die 10 BB. Und bei der Gravita 15 BB, also bei der Baureihe 265 von DB Cargo, sieht man recht häufig an diesem Abgasrohr, dass außenrum die rote Farbe abgebrannt ist und ja, so verbrannt rostig ausschaut. Das kann ich auf Fotos, die ich gesehen habe, von der Gravita 15 BB auch so bestätigen, dass da tatsächlich ein Farbabbrand am Abgasrohr zu sehen ist. Ja, und noch einer hat gefragt, warum denn bei diesen Lokomotiven mit Mittelführerstand die Vorbauten so unterschiedlich lang sind. Wenn man zum Beispiel die Ost-V100 vergleicht, wo ja die Vorbauten auf beiden Seiten relativ gleich lang sind. Die West-V100, da sind die Vorbauten schon unterschiedlich lang. Und dann mit der Gravita, wo die Vorbauten richtig deutlich unterschiedlich lang sind. Ja, das liegt einfach daran, dass die Konstrukteure der Lokomotiven die Aggregate, die Hilfsaggregate unterschiedlich eingebaut haben. Bei der Ost-V100 und auch bei der West-V100 ist jeweils unter dem kurzen Vorbau West-V100 bzw. Ost-V100 bei dem Vorbau, der keine Kühlrippen hat, das Dampfheizaggregat mit dazugehöriger Wasserbevorratung verbaut. Bei der West-V100 war im langen Vorbau noch ein kleiner Hilfsdiesel verbaut. Ob denn die Ost-V100 auch hatte, weiß ich nicht. Mit der Lok kenne ich mich nicht aus. Ja, und bei den Gravitas ist im langen Vorbau drinnen der Dieselmotor, die Kühlanlage dazu. Und dann ist noch unter den Hauben drunter Luftpresse, Luftbevorratungsanlage, Abgasnachbehandlung und so weiter und so fort. Hier vorne steht die obligatorische Vormittagsphalanx von 642ern der Westfrankenbahn abgestellt, die auf ihre nächsten Einsätze warten. Eben fährt einer aus in Richtung Miltenberg bzw. Obernburg-Elsenfeld. Und jetzt verdeckt er den schönsten aller 642er, nämlich den im abweichenden Design. In dieser Ganzfolierung von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die für das Bahnland Bayern wirbt. Und hinter mir hört man gerade den Stromrichter von dem ICE3 arbeiten. Taufnamen Esslingen am Neckar, Triebzug 357, zweite Bauserie, runde Klimaanlagen, Hutzen auf dem Dach. Was aber interessanter ist als der ICE3, ist das, was sich dort hinten anschleicht. Das ist nämlich die Gravita 15 von Northrail. Das ist die, die den Containerzug gebracht hat. Der wird jetzt abgespannt und jetzt wird sie da drüben durch das Gleis 3 oder 4 durchgelassen, vielleicht auch durch Gleis 2. Mal gucken, wird gleich hinter der Hessischen Landesbahn auftauchen. Ich sehe das Spiegelbild in den Fenstern und da kommt sie. So, die hört auf den Namen 265-303-8. Und muss jetzt da vorne wahrscheinlich am Hauptsignal, oder was heißt wahrscheinlich, relativ sicher am Hauptsignal erstmal abwarten, bis der Abschnitt Richtung Aschaffenburg Südbahnhof frei ist. Denn da ist ja eben der 642 von der Westfrankenbahn erst ausgefahren. Entschuldigung. Und wenn der dann im Südbahnhof ist, also wenn der Block frei ist und nichts anderes entgegenkommt,
dann darf in die Lücke vom Nahverkehr, vom Taktverkehr, die North Rail rein und mit der Richtung Aschaffenburger Hafen ausfahren. Ich muss euch noch kurz diesen Anblick zeigen, denn eigentlich gar nichts Besonderes dran. Es ist nur ein Stillleben, Bahnhof, aber so ein kleines Whiteout. Oh, und dort hinten tauchen Spitzenlichter auf. Ich glaube, die könnt ihr auf der Kamera noch gar nicht sehen. Jetzt hoffe ich, dass diese Fahrt mit den Spitzenlichtern noch vor meinem ICE durchkommt, denn es ist nämlich gleich soweit, dass der kommt. Den würde ich gerne noch mitnehmen, das würde mich dann extrem freuen. Und dann würde ich für heute die Aufnahmen beenden und mal gucken, wann ich zum Schneiden komme. Heute heißt übrigens 27. Januar 2021. Und dann mal gucken, dass ich das so bald wie möglich online stelle. Wie sagt der Engländer, ASAP, A.S.A.P., as soon as possible. So, der Güterzug kommt und er fährt anscheinend rechts hinter den Containern ein. Das heißt, ich wechsle mal meinen Standort. So, ich höre Stromrichter. Dort hinter den Containern kann man auch das Lokdach erahnen. Da sind die Gleise ein bisschen höher. Und das sieht aus, als ob das eine alte Bekannte von mir wäre, nämlich so eine Ex-Crossrail-Lok. Schauen wir mal, sagt der Franz. Und so ist es. Die 185.599-8 von Ex-Crossrail, jetzt Beacon Rail Leasing. Und da vorne haben wir noch eine Wettfahrt zwischen dem 642 und dem ICE 3. ICE 3 fährt auf HP0 ein. Der Autozug vom Hödelmeier hält gleich an. Der Alex macht die Kamera aus, verabscheut sich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.